Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ist es nicht schön, das Gärtnerplatztheater hinter mir? Und da steckt so viel Kunst und Kultur drin. Ich möchte Ihnen gerne ein bisschen erzählen über das, was dieses in der kommenden Spielzeit auf Sie zukommen wird. Vor allem aber wollen wir dieses Mal die Künstler zu Wort kommen lassen. Auch für 2011-12 haben wir uns tolle Sachen ausgedacht. Das klassische Programm des Gärtnerplatztheaters mit Oper, Operette, Musical und Tanz. Natürlich auch wieder viel für Kinder und Jugendliche. Dass das Theater hinter mir nicht ganz unproblematisch ist, von außen sieht es noch sehr schön aus, von innen gibt es durchaus Probleme. Das wissen Sie vielleicht, es soll ab Mai 2012 saniert werden für sehr viel Geld und ich freue mich, dass der Freistaat bereit ist, dieses Geld in dieses Theater zu stecken. Doch vorher, bis dahin, haben wir uns noch sehr viel für Sie ausgedacht und ich möchte Sie einladen, mit mir hineinzukommen, dann erzählen wir Ihnen ein bisschen mehr über das, was auf Sie zukommt. Aber meine Mutter wollte, jetzt stimmt irgendwas. Na, aber meine Hauptsache, ihr stottert und wir freuen uns alle auf die Premiere der verkauften Braut am 8. Oktober 2011 hier im Hause. Wir, das sind Heike, ich mach die Marie. Ich bin der Hans, ich mach den Wenzel, also den Wenzel, ich bin der Hans. Und Hans, also Hans ist jetzt Wenzel, Wenzel ist Hans, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, ist ein bisschen schwierig und ich bin der Mari und ich mach auch den Wenzel. Der doppelte Wenzel, wie schön. Der doppelte Wenzel. In diesem Sinne, Prost. 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 Wir probieren hier zurzeit den dreiteiligen Tanzabend Blackout. Premiere 28. Oktober 2011. Sie sehen das Trio aus Brachland, den ersten Teil. Danach wird ein anderes Ballett kommen von Fernando Melo, The Fountain. Und der Abend wird beschlossen mit einem neuen Stück von mir mit dem Titel Schwarz. Hallo, ich bin Derek Ballard und ich singe die Titelpartie in Der Mikado. Und ich freue mich auf dem Stück, weil die Musik von Gilbert und Sullivan wirklich schön ist und weil das ist das erste Stück, was ich in meinem Leben gemacht habe im Musiktheater mit 12 Jahren alt. Ich freue mich sehr. Tschüss! Hallo, ich bin Gary Martin. Und ich bin Therese Vincent. Und nächste Spielzeit spielen wir die Oper Josef Süß von Glanert. Eine Erstaufführung in München und wir freuen uns drauf. Und bin ich dir nah, oh große Alcantara, da geht die Post ab mit und mache zusammen mit dem JCG am 18. März 2012 das Musical Heimatlos für die ganze Familie. Yeah! Sie werden sich vielleicht über den Ortswechsel wundern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir stehen jetzt vor dem Prinzregententheater und dieses Theater wird unsere Heimat für die letzten beiden Produktionen der Spielzeit 2011-12 sein. Lassen Sie sich überraschen, was wir uns speziell für dieses wunderbare Theater ausgedacht haben und besuchen Sie uns auch hier. Tja, und worauf ich mich freue? Ich freue mich natürlich auf die ganze Spielzeit. Wir haben sie mit sehr viel Sorgfalt zusammengestellt. Außer am allermeisten, muss ich gestehen, freue ich mich natürlich auf meine letzte Inszenierung hier in München. Es wird Verdis Falstaff sein. Und wenn Sie das Ambiente hier so sehen, es ist fast ein bisschen so, wie Verdi sich das vorgestellt hat. Er hat nämlich gesagt, er hat diese Oper eigentlich nur für sich geschrieben und am liebsten hätte er sie in seinem Landgut in Santa Agata aufgeführt und gar nicht an der Mailänder Scala. Eine wunderbare Oper über die Kraft der Fantasie, die Kraft des Theaters. Es ist nicht nur der dicke Ritter Falstaff, der Frauen verführt. Nein, er verführt im Grunde genommen die bürgerlichen Menschen zum Theater und zeigt, wie viel man mit Theater machen kann. Einen schöneren Schlusspunkt gibt es für mich eigentlich hier in München nicht. Und ich kann nur auf Verdi das Glas erheben. Falstaff? Ich freue mich drauf. Und üb schon mal. Ja, hallo zusammen. Ich bin die Stefanie Kunschke, das schlaue Füchslein im Füchslein-Schlaukopf von Janacek.
Und ich bin Rita Kapfhammer und werde die Försterin in diesem Stück singen. Ich freue mich sehr auf diesen Janacek. Das wird bestimmt musikalisch eine große Herausforderung und sehr interessant werden. Und von der Handlung wird sicher auch ein Renner, weil unheimlich viel los ist und es viel zu sehen gibt. Und es wird unsere letzte Produktion in der nächsten Spielzeit, in der wir unser Ensemble noch einmal präsentieren wollen. Also kommt bitte rein. Und wir freuen uns auf euch. Hi, hi, mein Name ist Daniel Fiolka und ich singe den Papageno. Die Zauberflöte ist mein persönliches Highlight in der nächsten Spielzeit am Staatstheater am Gärtnerplatz, Ihrem persönlichen Garten der Freude. Come and watch! Orangen gibt es auch in der neuen Spielzeit. Wir poolen weiter Prinzessinnen aus Orangen. Zu empfehlen für Publikum mit und ohne Orangenhaut. Und mich gibt es als Duffeldiener obendrein. Ich freue mich sehr auf Hänsel und Gretel. Wie jedes Jahr spielen wir zur Weihnachtszeit das traditionsreiche Stück Hänsel und Gretel. Und ich spiele den Hänsel schon seit vielen Jahren und es macht mir riesen Spaß, weil wir durch die vielen Kinder im Publikum und auf der Bühne eine ganz besondere Energie bei diesem Stück haben. Heute gibt es der letzte Vorstellung Ascher, aber wir kommen wieder. Am 15. Dezember 2011. Wir würden uns sehr freuen, Sie zu unserem Publikum zählen zu dürfen. Genau. Wie soll sie tragen, was unerträglich ist? Warum muss ich ihr das erklären? Hallo. Ich bin der Mustafa, werde von Stefan Sevelich gespielt, freue mich auf wesentlich besseres Wetter, als was wir jetzt haben, nächstes Jahr auf dem Schiff in der Italienerin in Algier, wo wir die 15. bis 20. Vorstellung feiern werden. Freuen wir uns sehr auf Sie und Ihren Besuch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun sind wir wieder zurück im Gärtnerplatztheater, dem meiner Meinung nach schönsten Theater Münchens. Noch ist der Vorhang hinter mir geschlossen, Sie sehen es, noch wird vorbereitet. Am 17. September geht es los mit dem großen Theatervergnügen und wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der kommenden Spielzeit so zahlreich wie in der vergangenen zu uns kommen würden. Alles ist bereit und wir freuen uns auf Sie. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für Sie. Etwas, was mich immer wieder beeindruckt, was aber die Zuschauer normalerweise in der Form nie sehen können. Schauen Sie mal, was der Lüster allabendlich macht.